Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich auch dich besser kennenlernen. Sag, warum liebst du Granta Brück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben, aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Granta Brück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Wie hast du es geschafft, Jarlskunnar zu werden? Mein König Guthrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexer angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Guthrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Und wo genau? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Breite deine Flügel aus. Ich muss sehen, was du siehst. Geht die Unmerzi? Lotna, sehe. Du, Dannin! Komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose, der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Granta Brück Shir. Oh. Ein Spottstreiter. Mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Was für ein Quatsch. Verständlich, dass du dich fürchtest. Komm nur wieder, wenn du dich dem Wortgefecht des Todes stellen willst. Thank you.
Feuersäuer, wenn es um Gegner ist, der beste Wandtroll ist um. Oh, das ist ein Wandtrolling. Ich sehe es um meine Weise. Astrid, wir gehen. Überblicke das Land, Freundin. Nordsächse. Ich bin König Eckwald. Herr, das ist dein Königreich, sagst du? In der Tat. Nordsächse. Und ich bin sein erster König, Eckwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich. Diese Insel hier. Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sag ich Bescheid. Sie für mich sühnen. Schwurreif, eines Königs würdig. Ich habe deinen Armreif gefunden, im Wrack deines Schiffs. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsächse. Kann er mal sehen. Ich fühle mich geehrt, ein Bündnis mit dir einzugehen, König Eckwald von Nordsächse. Möge deine Herrschaft lang sein. Danke. Und so wie du mir verbunden bist, bin ich auch dir verbunden. Sollte ich jemals über ein Heer verfügen, steht es dir zur Verfügung.
Bastards! Stirb! Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun, Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Du warst das! Stirb! Lieber die Kapuze auf. Wir sind ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Gib mir Stärke!
Please!
Kehrt her, Schwund! Dämonen aus dem Norden! Hütet euch! Was zur Hölle! Hilf mir. Sei meine Augen. Der Redner kam glimmender Tor. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Drenger.